Merci, Madame Präsidentin. Die Lützburgisch Space Resources Initiative führt für einen dicke Jahr, wie der Minister Etienne Schneider sich für Technikei annonciert, wird zu allgemeinem Erstaunen gefeuert. Auch bei uns. Die allerwenigsten konnten sich vorstellen, dass den Aufbau von Ressourcen am Weltraum technisch möglich, ökonomisch sinnvoll und überhaupt einfach so von Lützburg kennt, desideriert gehen. Wie aber los, mehr Informationen bekannt geworden an den Minister mehr darüber erzählt wird, und auch Presserese gemäht wird, hat sich herausgestellt, dass das Idee von der Regierung aber eigentlich ganz einfach zu verstehen ist. Das ist herzlich wenig innovativ, also steht echt dafür ein klassisches Modell. Ja, sie treibt sogar ein klassisches Modell weiter auf die Spitze. Ein Modell, den dem wahnsinnigen und zerstörerischen Streben nur immer mehr von den paar Milliardären in der Wurwas und höchstens am Sinn von den reichen Leuten funktioniert. Ein Modell, der keine menschlichen oder natürlichen Grenzen von der ökonomischen Entwicklung mehr kennt, und mit dem wir gerade am Gang sind, Grundlagen hier auf der Erde von unserer menschlichen Existenz zu zerstören. Und ein Modell, der dem Gros von der Weltbevölkerung lebenswert Entwicklungsmöglichkeiten hält. Madame Präsidentin, dieses Wirtschaftsmodell will mir nicht, und wir verstimmen auch heute, gegen das Gesetz. Das heißt aber nicht, dass wir gegen die Exploration vom Weltraum sind und dass Lützburg auch daran eventuell eine Rolle spielen kann. Weil wenn nicht an diesem Gesetz über die Forschung vom Weltraum und damit der verbundenen Erkenntnisse über die Menschheit oder die Bien Commun von uns alle Gute geben können, dann hätten wir heute so eine Haltung. Mir geht heute explizit nicht um wissenschaftliche Recherche, wie der Staatsrat das abgeworfen und noch suggeriert wird. Nein, es geht um Kommerzialisierung von Ressourcen. Der Minister Schneider hat das an der Kommission noch deutlich betont. Wir sind gegen das Initiative, gegen das Gesetz, weil es bedenklich, teilweise gefährlich, Entwicklungen verstärkt, der Lastrippel dafür in allem, weil das Bild von der Zukunft entwirft, das wir so nicht mattmolen wollen. Und der Präsidentin dürfen wir als fünf Gründen dagegen stimmen. Erstens, versicht die Regierung mit diesem Gesetz den Weltraum mit seinen Ressourcen zu privatisieren. Etwas, was wir drüben klar ein Bien commun, was der ganze Menschheit gehört hat, soll privatisiert gehen. Nachdem es auf der Erde so gut wie alle Ecke und alle Ressourcen exportabel an der Profitlogik in der Wurf gehen ist, gehen laut Grenzen weiter verrickelt, für neue Möglichkeiten zu finden, für die Akkumulation weiter zu treiben. Lützburg möchte sich heimat zum Handlanger von verschiedenen mehr oder minder großen Unternehmen, die aber etwas gemeinsam haben, dass sie von ein paar von den mächtigsten Milliardären auf der Welt kontrolliert gehen. Die Regierung geht hier ein Public-Private Partnership an, und den Minister Schneider vertritt das auch ganz offensiv, die so gut bedeuten kann, dass öffentliche Gelder, wie das doch schon geschieht ist, an so private Unternehmen investiert gehen. Zweitens investiert die Regierung nicht nur öffentliche Gelder an das Initiativ, sondern sie investiert und benutzt auch die Souveränität von unserem Land, für das zu machen. Die Regierung schafft hier nicht eine Kompetenz nicht, sondern in allererster Linie eine Souveränität nicht am Interesse von den Allerreichsten. Die Regierung lässt mit diesem Gesetz das internationale Recht mehr oder minder links leihen, respektiv interpretiert es zumindest mal ziemlich einseitig. Lützburg hat den Outer Space Treaty ratifiziert und erkennt damit das Prinzip vom Patrimoine commun de l'humanité un. Somit gibt es kein national Souveränitätsrechte im Weltraum. Und auch kein von den zweifelhaften Rechtfertigungen am Exposé des Motivs vom Gesetz kann das entkräften. Denn Staatsrat hat das aus seinem ersten Avis auch in der Strache. Und dafür proposiert der Staatsrat, den ganzen ersten Artikel von dem Gesetz ersatzlos zu streichen. Just, und da hat der Minister recht, ohne den allerersten Artikel hat das Gesetz keinen Inhalt mehr. Es hat keinen Inhalt mehr, wenn nicht draufstehen, dass Weltraum, Ressourcen, susceptible d'Appropriation wären. Nicht bleibt aber froh, ob ein Land wie Lützburg unilateral internationales Recht interpretieren, also über dem noch wenig setzen kann. Wir mengen das nicht. Aber wir mengen auch nicht, dass es am Interesse von unserem Land ist. Überhaupt, die Sécurité juridique, die heimat soll geschaffen gehen.
den Staatsrat, also auch als ich mal wie darüber, ziemlich klar, wenn ein Ziel sollte gewischt sein, Rechtssicherheit zu schaffen, dann aus den dritten Text, den wir vierleihen haben, dann wird den Text das Ziel verfehlt, weil den Text mehr juristisch Ruhen abwirft, wie ihn da beantwortet. Drittens, leitet dieser Initiativ ein zudäfst verstehend Welt am Menschenbild zugrunde, dass Grafgesot daran besteht, dass Menschen auf der Erde nicht mehr mit dem auskommen, was der Planet uns bietet, respektive früher oder später alles heute zerstört tun, aber nur du wängst am Weltraum nur Alternativen musst du sichern. Immer dann, wenn Kritik und der Space Resources Initiativ hat, ginas, als gesucht gehen, auch vom Herrn Schneider schon, pur mal, dass wir alles Science Fiction, was mehr gehen versuchen. Ich will euch nur mal ein bisschen Science Fiction suchen. Denn Elon Musk, der CEO von SpaceX, also die Unternehmen, die Gofsa dann auf Orbit geschossen wird, an den immer vom Herr Schneider bei all guter Gelegenheit als avantgardistisch Vierbild hingestellt wird, den Elon Musk begründet seine Investitionen, dass Menschen enges Tags müssen auf dem Mars umgesiedelt gehen, weil auf der Erde kein Leben mehr möglich ist. Das, Herr Schneider, als Science Fiction, und das eine Dystopie. Und das klingt nicht nur eine besonders lebenswerte Zukunft. Herr Präsident, die Regierung stellt mit diesem Gesetz alles das auf Ruhe, was am Kader von der Rifkin-Debatte oder der Rifkin-Etude zumindest mal angekündigt hat. Lokal, regional, Wirtschaftskreislauf. Ein Kreislaufwirtschaft, wo alte Materie recycelt, revalorisiert gehen, erneuerbare Energien, ressourcenschonend, Produktionsprozesse und so weiter. An diese Felder gehen proportional zu Space Resources wenig investiert. Es hat den Wirtschaftsminister noch wenig darüber schwätzen. Es gesagt ihnen noch wenig auf der Welt rundherum jetten, für sich an diesen Bereichen Inspiration und Expertise sichern zu gehen. Gerade das wären aber an Eisenhorn die ökonomischen Perspektiven, die für die allermeisten Leute Möglichkeiten zu Matschpuren und Matheherrschaft bieten geben, an so eine stark gesellschaftliche Basis können haben. Space Resources Initiativ zielt auf den Konträr auf. Von Kohärenz der Politik als du keine Spur mehr. Viertens, bleiben bei der Space Resource Initiative an der Struktur von dem, was sich ökonomisch an drauf verstopft, für alle Bevölkerungen am globalen Süden, andere Menschen auf der Strecke. Nachdem sich die reichen Industriestaaten und Multinationale mit jahrzehntelanger Ausbeutung von den ärmsten Ländern allein den grossen Teil vom Ressourcenkuch auf der Erde unter den Null gerappt zu gehen, die selbst, lohin, vielleicht an einer anderen Form, in Lützburg, als das Kehr schon dann eh von der First Mover, aber wollen sich einen zweiten Kuch, den durch den technologischen Fortschritt eventuell überhaupt enker erreichbar kann sein, unter den Null. Weil sollten ein Kehr die Ressourcen am Weltall exportiert können gehen, so wie diesen Aufbau immens teuer an den Zugang zu den Ressourcen und den Gewinn durch den Handel mit den Ressourcen unter den aktuellen vier Zeichen auch noch immens ungerecht verdeelt. Damit erholen wir den Ländern mit ihren Bevölkerungen einen weiteren Entwicklungsspielraum erschaffen immer mehr ungerecht Verhältnisse auf der Welt. Und das auch du wängst. Für was Entwicklungsländer sich mit Hand auf Face gegen ein internationales Aufkommen schwieren, weil sie wissen, dass sie unter den kommerziellen Vierzeichen, wie an diesem Gesetz, dass sie dabei komplett geben, auf der Strecke bleiben. Fünftens, lanciert die Regierung mit dieser Initiative einen neuen Kurs, nur Ressourcen, die wie an der Vergangenheit schon dachs zu internationalen Konflikten führen kann. Konflikte und Ressourcen am südchinesischen Meer, wo dem Proprietätsrechte und der Meer profond geht, sollten uns interpellieren. An Krischen im Erdölisch sind aber schon mehr blutig und auch brandgefährlich, als sie hun Struktur vom internationalen System die letzten Jahrzehnten geprägt. Länder zerstört der Bevölkerungen, teilweise zerstört. Das Lützburg hei einfach so viel spricht, ohne das an eine multilaterale Kooperation, zum Beispiel auf europäischem Niveau zu machen, an alliierter teilweise Konkurrenten hört, wie die Vereinigten Arabischen Emirate oder die USA, sollten uns alle gut interpretieren und zieht die Legitimität von dieser Initiative definitiv an Zweifel. Das sieht auch die Etude, die die Regierung an Auftrag gehen hört, die Etude von der Uni Lützburg, wo drauf steht, it is highly recommended that Luxembourg is ready for facing criticism, especially from the side of developing countries, but also from Belgium and Russian Federation. Herr Präsident,
das Gesetz als nicht zukunftsweisend, das rückwärts gewandt. Das stammt der Imaginationssphäre aus dem Anfang vom 20. Jahrhundert, wo die Vorstellung dominant war, dass Natur als natürliche Umwelt gratis do, wie er just drauf Werte gave, von Industriellen exploitiert. Sie gehen ohne Rücksicht auf Verluste. Aber wir wissen noch, dass die Ausbeutung von der Natur der Pair gegangen ist mit der Ausbeutung vom Mensch. Und ich meine, Herr Fayo, wenn der sagt, dass er soll probiert gehen, am Weltall es besser zu machen, wie auf der Welt, da muss ich sagen, am Weltall geht es nicht besser gemäht wie auf der Welt. Auf jeden Fall nicht mit dem heutigen Text. Auf jeden Fall sollte man gucken, dass das Aufgabe ist als Politiker für auf der Welt eine Lebenswelt, eine lebenswerte Situation herzustellen. Das gesagt, Herr Präsident, fährt nicht ganz. L'un n'empêche pas l'autre, Herr Baum. Pardon? L'un n'empêche pas l'autre. Ah, bon, mehr haben dann auf jeden Fall Priorität darüber, für auf der Welt lebenswert Leben herzustellen. Herr Präsident, ich fährte ganz, dass den, ich fährte ganz, dass den, das erriert sei du, Major, ich fährte ganz, dass den Major Tom Etienne Schneider den Kontakt zu Ground Control definitiv verloren hat. Merci. Très bien.